Gott, jetzt laber ich hier und habe das Mikrofon deaktiviert. Birnton wäre gut. Ja. Ja, auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, das ist, ich habe gestern noch ein bisschen rumgefuchtelt hier mit den Einstellungen. Der Unterschied zwischen Female und Male ist nicht so gewaltig, außer dass man wieder. Also, der sieht, ist halt ein bisschen größer, minimal breiter und. Ja, das war's. Nicht so. Man kann das leider. Ach, man kann. Die Hautfarbe zu ändern, übrigens, ist, weiß ich auch nicht, was das überhaupt bringen soll. Man kann den Charakter nicht ohne Helm sehen. Habe ich nicht neues Muster freigeschalten? Naja, gut. Ich habe ja gestern. Nee, vorher. Wann habe ich das Spiel? Freitag habe ich das Spiel gespielt, ne? Wo ich das Spiel Freitag gespielt habe, habe ich ja nur One vs. One gemacht. Vor allem, warum steht denn da immer noch oben Hinweis? Das ist ja nicht total Quatsch. So, jetzt hier. So, jetzt aber. So, und jetzt, heute möchte ich mal den 4 vs. 4. Es gibt doch hier so eine. Es gibt hier vor allem auch so eine Daily Quest. Was habe ich hier noch? Oh, 136 Stunden habe ich davon noch Zeit. Das klingt fair. Achso, die ganze Woche ist das. Das ist eine wöchentliche Quest. Am Freitag war das nämlich nur 13 Stunden. Da habe ich mir gedacht, das war schwierig. So, Dominion, win one Dominion Match, Player vs. Player vs. Any Hero und. Win one Dominion Match vs. AI. Okay, jetzt gucken wir mal. Okay, spielen wir erstmal Dominion, das ist nämlich der Spielmodus 4 gegen 4. Der soll so ein bisschen MOBA-artig sein. Wir spielen das Ding erstmal auf jeden Fall als gegen Bots und danach, wie ist das mit dem Match? Menschen spielen. Warum schreibt das Horn immer noch Ton? Bis der Ton nicht mehr wieder da sein. So, Joining Session, jawohl. Matchmaking klappt jetzt auf jeden Fall deutlich besser als neulich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder alles vergessen mit dem Spiel. So, wir nehmen auf jeden Fall meinen Ritter, der Level 3 ist. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie diese. Doch, ich weiß nicht, wie ich diese Skills benutze. Ich hätte gerne. Starboard Banner? Keine Ahnung. Ready. Ready up. Das Ding ist, gegen AI zu spielen ist gar nicht so einfach, wie man meinen möchte. Die Computertypen sind ganz schön hart. Ja, die sind. Ja. Ist okay, gut. Tod ist da. Schön. Die Computergegner sind nicht so einfach zu besiegen, wie ich ursprünglich annahm. Sind wahrscheinlich stärker als menschliche Gegner. So, das ist jetzt auf jeden Fall der 4 vs. 4 Modus, irgendwie der Dominion Mode. Leute, wo seid ihr? Alle weg, Horn. Alle weg. Der 4 vs. 4 Modus, da geht es ja darum, eigentlich die 2 sind schon Vollpunkte zu halten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe den jetzt eine Runde gespielt, kurz als Test. So, das ist natürlich auch sehr schön, dass es ein Japan-Team ist, die Map. Und ich spiele mit meinem normalen Ritter. Und los! Der Typ rennt da hinten schon hin, ich renne da mal mit. Rennen in diesem Spiel sind so noch mega dämlich. Daxus-Rolle! So, captured. Jawohl, 100 Punkte. So. Oh, ist auch eine Frau. Weibliche Samurai, genau. Kennt man ja. Da unten sind auf jeden Fall zwei Bots. Also ich weiß nicht, ob es besonders sinnvoll ist, in diesem Spiel eine Leiter hochzuholen. Genau, und dann, wie ein Tutorial, das haben wir auch schon gesehen, kannst du hier irgendwie diese kleinen Minis klappen, aber die sind hier eigentlich. Ja, das ist jetzt ein. Achso, der macht schon krass. Das ist jetzt also ein komischer Bot hier, der. Auf Kensei. Aber da ich das ja schon gegen anderen kämpft, ist es halt mega einfach, den zu besiegen. Wie Leute mit drei Mann haust, irgendwie sind die dann ziemlich einfach zu besiegen. So, auf jeden Fall ist das ist, was hier mit die Herausforderung ist, ist mir noch nicht so ganz klar. Bevor man, warum schlägt diese komisch mit den Speer zu? Die hat das Scheißschwert die Hälfte der Zeit in der Klinge an. Man kann irgendwie theoretisch Schaden nehmen von diesen Typen, aber die machen irgendwie gar nichts. Das ist ein Stück aus. Der Kunibert hat seine Freude ran. Also, wirklich, das ist. Die Typen sind halt mit einem Schlag kaputt. Da hinten ist Bot Raider. Lubis! Bams! Naja, das ist. Ich weiß übrigens nicht so viel, wie dieses Spiel fair sein kann. Nö, lassen Sie das! Oh, fuck. Weil irgendwie. Und wie. Warum kann niemand dieses Dummel werfen? Nur weil ich eine Frau bin oder was? Aua! Achso, das sind normale Soldaten, die ich da unten habe. Vor allem daneben steht noch ein anderer Bot. Jawohl, der ist hinüber. Also irgendwie, das ein so ein Typ zu erschlagen bringt mir 5 Punkte. Und diese kleinen Typen, die ich einfach wegspammen kann, kostet nicht einen Punkt. Jawohl, das ist schon schlecht. Oh fuck. Rolle!
Nochmal Rolle! Mehr Rollen! Ich würde hier oben eine tolle Fähigkeit benutzen. Was war das hier? Ich habe keine Ahnung, wie ich die benutzen kann. Kann man da nicht mitspielen? Bei Dingsbuch, wenn du hier das Spiel, die Alpha? Klar, können wir mal eine Runde zusammenspielen. Ich hab auf Origin 0 Freunde. Und die üblichen Verdächtigen, die ich mal so tragen wollte, haben das Spiel halt nicht. Und deswegen bin ich auch gar nicht. Ich gar nicht auf die Idee kommen, hier irgendwie großartig. Lass die mal irgendwie kurz spielen. So, zack. Es scheint mir irgendwie mega unfair zu sein, dass es, wenn die mit vier Mann spielt. Weil jetzt ist. Kensei? Weil, guck mal, das ist. Wir gängen auf den Typen jetzt einfach nur zu viel. Einer ist down. Ich weiß nicht, was man da alleine gegen machen soll. Ist mir nicht so ganz klar. Kein Plan, wie das funktionieren soll. Wir spielen gleich mal gegen Ledge. Vielleicht mal gucken, wie es denn wird, ob die Service-Technik wieder schützen. Und wie kann man sich auch heilen? Also, zumindest wenn man irgendwie eine Fähigkeit benutzt. Ich habe leider eh noch nicht rausgefunden, wie ich die Fähigkeit benutze. Achso, ich kann hier nice sagen. Nice. Toll. Achso, ich kann Granaten werfen. Nee. Ich muss doch nicht mal sagen. Ich möchte jetzt eine Granate werfen. Jetzt kann ich machen. Ja. Jetzt. Eine Rolle. Hervorragend. Achso, einfach zweimal klicken. Gut. Ich habe eine Granate geworfen. Cool. Vier Lux. Lichterschaffung. Es ist wie. Wo steht die schon durch den Reim, wo ich nicht sehe? Auf jeden Fall ein stumpfes Reim. Da hinten war schon wieder ein komischer Rittertyp. Oh, komm, nicht hm. Kein Plan. Wie ich mich irgendwie vernünftig heilen kann. Auf jeden Fall nur die Typen hier. Nicht so wirklich die Herausforderung sind. Und das Ziel ist hier irgendwie, dass man halt auf 1000 Punkte kommt. Und sobald man 1000 Punkte hat, nicht. Hier mitten in der Menge zu finden, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Recovering Network Connection. Verflucht! Hm. Oh, was? Ich bin gerade überrascht, dass er die Network Connection tatsächlich wiedergefunden hat. Ja, das ist ein ganz stumpfes Genki hier. Ich habe gerade günstig in seinen Schlag reingekommen. Das heißt 8 Punkte, das ist ja schön. Warum haben wir das Ding jetzt endlich verloren? Das ist ja noch so gut, dieser Ritter. Oh Mann, was muss ich denn dran an den Kopf werfen? Wir können gleich noch eine werfen, Moment mal. Warte, wo haben wir die Dinger denn hier? Zack. Putz, Junge! Der ist ein Typ. Hast du das gebracht? Ich glaube nicht. Ich sollte eigentlich echt mal sterben, weil der ist hier so weit, dass ich mich hier wiederbeleben kann. Und dann. Oh, der Berserk-Bot, den hatte ich gestern groß Probleme. Der ist voll spielig geworden, um zu besiegen, der Bot. Oh, ich bin endlich mal tot. Juhu! Killed by AI Bot Raider. Mit seiner großen Axt. Pass auf die Sniper auf. Russen kommt mit Armbrusten. Genau. Ich könnte anscheinend auch wiederbelebt werden. Macht bloß irgendwie keiner. So, das Atem spawnen. Jawohl. Oh. Your team is breaking. Genau, jetzt haben wir nämlich den Punkt erreicht. Weil der Gegner hat nämlich über 1000 Punkte und wir nicht irgendwie. Jetzt ist wer tot, es bleibt tot. Ich habe übrigens noch nie eine Runde gegen Bots verloren. Gut, hab es also nur zwei gespielt. Also. Na, ja, fuck. Das kommt mir wieder unfassbar unfair vor, mit mehreren Leuten auf so einen scheiß Bot einzuprügeln. Zeigen wir es wieder. Hm. Mach's gut, kleiner Kuba Mimi. Bist auch ein Porn an PTRD? Genau. Ja, scheiße. Ja, da oben stoppt mein Kumpel. Nee, der ist jetzt endgültig tot. Ah, nee, halt, die haben Punkte verloren. Deswegen können wir wiederbeleben. Jetzt haben wir wieder Last Stand. Aua, aua, aua. Lassen Sie das. Haben wir schon wieder A verloren? Nee. Ja, wo rennt er denn hin?
Und der Bot hängt. Fuck. Oh, Enemy Team is breaking. Auch Granaten? Jetzt ist aber los hier. Auch Granaten. Kann ich den jetzt einfach so nur. Boots, Junge! Ich kann einfach eine Granate am Kopf werfen. Lustig! So, ein Bot ist schon mal down. Der kommt auch nicht wieder. Zwei Bots sind down. Aha, da. Ich komme ja. Der sieht aber. Warum kommt der denn eigentlich so? Hm. So, dann ist auf jeden Fall der letzte. Na, wen besiegen haben wir gewonnen? Den Conqueror-Bot. Oh, lassen Sie das! Conqueror könnte ich auch spielen. Ja, jetzt auch bald. Oh, was ist das denn eigentlich? Was ist hier? Was ist hier Rauchbomben? Victoire! So. Im Sieg gestorben. Wunderschön. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie der 4 vs 4 Dingsbums-Mode. So. Wie war das denn für den Scheiß? Was? Kein Loot? Eine Frechheit! Doch. 300 XP, jawohl, ich bin Level 4. Simple King Snakes. Wow. Ja, naja. Die XP halt. Nö, nee, next Match. Nö, ich möchte eigentlich. Hätte ich es gut gespielt? Takedown 10. Naja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Gut, Quick to Main Menü. So. Copy this. What? Beep-bop. Ja, das ist auf jeden Fall der Spielmodus. Jetzt will ich das Ganze mal. Habe ich jetzt eigentlich. Habe ich jetzt. Was ist denn jetzt hier mit diesen Dings? Jetzt habe ich das hier geschafft. Habe ich dafür jetzt die Belohnung gekriegt? 250 Stil, was nochmal? Jo, was kann ich jetzt mit diesem Stil machen? Kann ich damit jetzt meine Ausrüstung verbessern? Das bin ich mir noch nicht ganz klar, aber für dieses Stilzeug. Weil ich habe gestern im Menü nur gesehen, da war das irgendwie für die. Wie komme ich hier? Da komme ich klar. Da hat er mir einfach nur gesagt, mit dem Stilzeug kann ich irgendwie meine. Also, wenn ich Waffen auseinandernehme, kann ich damit irgendwie das verbessern? So, kann ich jetzt das Blade? Habe ich ja schon Besseres drin. Dann kann ich das jetzt irgendwie. X-Add. Achso, ne. Actions? Improved Starts, jawohl. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Also, irgendwie kann man die Ausrüstung verbessern und. Heldentod. Genau. Ich bevorzuge es zu überleben, anstatt den Heldentod auf mich zu nehmen. Ja, auf jeden Fall komisch. So, spielen wir ganz normal Dominion nochmal gegen Menschen. Das ist Play. Mal sehen, ob das deutlich härter ist. Wahrscheinlich, wenn wir gleich böse ins Gesicht bekommen. Habe ich aber auch nicht. Ich habe 0 von den anderen Zeug, 0 von den Dingen, dann habe ich 539 Gold. Also Very High Activity. Das ist anscheinend der Spielmodus, der von allen Leuten gespielt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß noch nicht, was ich von diesem Spiel eigentlich halten soll. Das Alpha-Dings war jetzt halt umsonst, aber irgendwie, weiß nicht. Das ist halt, es existiert. Aber mir stellt sich halt wirklich die Frage, ja. Was haben wir denn? Orochi? Nee, ich möchte auf keinen Fall wirklich scheiße. Hier, den Conqueror könnte ich da tatsächlich spielen, aber nee. Ist das ja nicht der 6 Dings? 2, 4? Also anscheinend ist meine. Warum spielen wir jetzt eigentlich gegen Bots? Ich habe doch eigentlich gegen Menschen gemacht, oder nicht? Hä? Warum spielen wir jetzt gegen Bots? Ich habe doch gegen. Hä? Moment mal. So war das nicht geplant, Freunde. Nö. Ist das mein Spiel von eben? Nee, ist es nicht. Ja, geil. Es ist so unfassbar unfair. Ja.
ich bin gelevelt. Was soll man das für Blöden hat? Boostet. Ach so, wenn man in so einen Defense-Punkt steht, wird man geheilt? Lol. Lol. Und immer schön die Guard reinhauen. Oh, fuck. Das sollte ich echt nicht tun. Also, ich bin auch schon wieder tot. Lol. Ach, man hat einen Aus. Ich sehe übrigens jetzt erst, dass man in diesem Spiel einen Ausdauerbalken hat. So. Achso. Da brauchst du das nicht Ausdauer? Ausdauer? Nee, ich brauch keine Ausdauer. Okay. Er ist ein fünfmal fairer hier, also zu dritt oben im Berg zu stehen. Ist das eigentlich schon wieder ein weiblicher Samurai? Was? Chili-Reis? Was soll das denn Chili-Reis? Oder wurden hier alle, sind hier einfach alle Leute geliefert, die in dem Spiel waren. Das sind das hier nur Bots. Das kann natürlich auch sein. Das kommt vor, habe ich gehört. Ist doch von wieder die gleiche Map. Gab es da nicht verschiedene? Nein, ich habe gestern noch eine andere Map auf der Übersicht gesehen. Wenn man hier schön ist. Oh, hier ist ein Typ. Hallo Typ. Jetzt hatte ich vor. Da. Und da kommt sofort ein anderer an. Warum auch fair kämpfen? Totaler Quatsch. Muss man ja nicht machen. Einfach die Leute abgänken mit drei Mann. Easy. Lieber Team, capture the front. Ja, wow. Achso, die Front. So, jetzt haben wir gleich hier. So. Zack. Koppeln, die Spade. 3, 2, 1, jetzt. Ich lass mich raus, oder was? Nee, ne? Ich frage mich gerade, ob mein Internet ein Problem hat oder vom Server liegt. Also, ist das valid? Da oben kann er ja. Was? Der kann mich einfach umrennen? Ich bin wohl tot. Was? Mit dem Tod seiner Suppe? Das ist ja ärgerlich. Also irgendwie. Lol, was? Killed by Bot! Nein! Schaukiller-Info? Stand and fight. Na toll. Your team is breaking. Großartig. Wir haben hier jetzt gerade alle Kontrollpunkte erobert. Das ist ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Chancen ich gegen diesen Konkurrenten habe, weil der so, so dick ist. Nicht mehr, das ist schon wieder er hier. Ich kann ihn ja nicht mehr wegstoßen. Das ist aber dicker als ich. Ach, da hätte ich jetzt gerade zuschlagen können, oder? Wenn du mal so eine mein Team stirbt gerade. Oh oh. Ha. Irgendwie hat den Bock. Hatte den Breaking Respawn. Cool. Also irgendwie hat den. Ui, der hat einen Morgenstern. Ja. Irgendwie hat es den Bot nicht gestört, dass ich eine Flash am Kopf geschmissen habe. Das hat ihn irgendwie nicht aufgehalten. Wir kriegen auf jeden Fall die Gegner auch nicht mehr unter 300 Punkte. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Wenn die beiden Typen das jetzt nicht gewinnen, können wir ja irgendwas machen? Scoreboard? Ich weiß auch nicht, was für komische Spiele ich eigentlich gucke. Kann ich das hier irgendwie verlassen, die Scheiße eigentlich? Ich wollte eigentlich gegen Menschen spielen. Ich kann mein Gear im Kampf anpassen? Achso. Irgendwie ist mein Gear ziemlich scheiße eigentlich. Ich bin nämlich tot. Ah, wir haben verloren. Okay, gut. Ist auch egal. Ich möchte eigentlich sowieso. Main Menu, genau. Danke.
Wenn er Morgenstern vom Kopf kriegt, sieht er den Abendstern nicht mehr. Wo kommt denn der Spruch her von Lind? Okay. So, wir versuchen das nochmal gegen Menschen zu spielen, dieses Spiel. So. Dominion versus Player. So, Matchmaking started. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht irgendein laufendes Match reingeworfen, weil das war eigentlich gerade mega doof. Weil die wäre hier mitten in der Landschaft statt, das ist eigentlich so komisch. Der Kampf hatte fast Dark Souls Charakter. Ja, leider ist er nicht wie Dark Souls, sonst wäre es leichter für mich. Das Ding ist nämlich, gestern habe ich gar nicht gestreamt. Das Tutorial gemacht. Du blockst halt in einen von drei Richtungen. Und du kannst irgendwie ranrennen, wenn du mit Doppel-A klickst. Du kannst irgendwie den Gegner wegstoßen mit X. Und du kannst irgendwie auch Gegenattacken machen. Du hast auch irgendwie einen Ausbaubalken. Naja. So, jetzt haben wir hier Menschen. So, ich möchte gerne meinen Warden spielen. Ich spiele so jeden Tag nichts anderes. So, Higgensing, Humidu. Der Elfen Name hat die Hälfte von dir nicht mal einen Ping. Spiel. Jawohl, drei Leute spielen Samurai. Vier Leute spielen Samurai. Wir haben einen. Die Wikinger scheinen recht unbeliebt zu sein. Nur zwei Leute haben hier nur einen Wikinger von allen Leuten. Gut, das rechts könnte auch. Muss nicht unbedingt zwingendermaßen ein Wikinger sein. Ist ja nicht schon mein Kabel von meinen. Was ist denn hier los? Nee. Ist immer ein frisches Match, ist ja schon mal viel wert. Oh, da hat ein Feindskinny bekommen. Das sind wieder nicht so gelb. Das ist jetzt eine andere Map. Aha. Oder? Ja, ist eine andere Map. Hier regnet. Hier ist scheiß Wetter. Hat Leck. Ich glaube, die haben alle Leck. Ja gut, das Spiel Leck macht das natürlich nicht so viel Spaß. Gibt es einen Nahkampfschalter, kann man sich jetzt nicht geschützen? Nee. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Fernkampfwaffen. Es geht hier wirklich nur um den Ernstfall von Nahkampf. Warte mal. Oh fuck. Was? Revenge? Verfluch? Ich hätte revengen können? Den haben wir! You killed Foxy irgendwas! Verflucht! Irgendwie mal wieder vom Boden abgreifen, Freunde. Die Puck sieht ehrlich gesagt besser aus als die andere, die wir hatten. Da haben wir. Die A hat noch gar keine erobert? Warum hat er noch niemand A erobert? Wie komme ich da hoch? Okay, ich renne zum A-Punkt da oben, das Ding. Scheint ja anscheinend bis jetzt noch niemand für notwendig gehalten zu haben. Da oben beim Tempel. Warte mal, das ist die Gruppe, kenne ich schon, das ist so eine Singleplayer-Map. Also das ist die One vs. One. So, ich hab schon nicht so nah. Gut, anscheinend möchte ich mich hier nicht mehr aufhalten. Sehr gut. Alter, was ist das für eine riesengroße Ballista? Die scheint mir absolut unpraktisch zu sein. Kann ich jetzt hier. Sollten liegen meine Kollegen, also kann ich hier ein bisschen falsch an? Ja doch, ich bin falsch an. Ich wurde schon mal runtergestoßen, da bin ich gestorben, war ganz doll doof. So, C. Noch gleich zwei. Gegen zwei Leute gleichzeitig kümmern. Was? Toll. Wie ihr mich fertig macht.
Execution Penalty plus 3 Sekunden. Show Killer Info. Achso. Da stehe. Scoreboard? Ich bin wahrscheinlich ganz unten, ne? Jetzt haben wir A und C verloren, ne? Großartig. Jetzt können wir einen Kollegen holen, ne? Oder? Auch ein längeres Schwert, das ist gut nicht. Nee! Jawohl. Der ist down. Down. Was ist denn hier so ein Capture-Punkt? Ich brauche mal ein paar Lebenspunkte. Was ist das hier? Kann ich mich jetzt hier... Beeile ich mich jetzt hier drin oder nicht? Ach, tatsächlich, man heilt sich in so einem Punkt. Deswegen stehen die Leute immer doof rum in so einem Ding. Man heilt sich in Capture-Punkten. Mensch. Warte mal. Obwohl, man heilt sich in Capture-Punkten. Ich hab der da oben, wie soll ich da hinkommen? Da ist so schnell nicht hinkommen. Wie ist du denn? Hallo, ich würde gerne. Was hab ich denn jetzt gemacht? Das war garantiert nicht geplant. Oder wir Rache. Ich glaube, der Typ hat ganz böses Leck. Der hält ja immer nur noch meine Schläge. Release! Der ist auch hinüber. Die Killstreak, Platte, was? Killstreak? Wood? Ah, da kommt schon der nächste. Verflucht! Warum hat der Typ eigentlich immer so eine coolen Killing Moves? Ja, immer mal von der Ninja Fist. Execution Penalty, WTF? Hast du mit meinem Bruder gespielt? Das ist ja auch eine, ist ja auch eine Aussage. Weil ich respawn, so. Verlieren das jetzt tatsächlich, weil die Gegner einfach mehr Punkte haben. Ich will niemand wieder mal mit dazu. Ja, wir haben den Mittelpunkt, da wir haben die beiden. Kann ich den Tempel hier nicht? Der ist sogar nicht contestet. Aber hinrennen. Zum Ding hier. So. Ja, schön. So. Scheint ja auch, wie sich niemand um die großartigen Gedanken drum zu machen, dass das Ding hier erobert wird. Naja. Oder auch doch. Was? Schon so weit? Ja, schon wieder. Einer hinter mir! Das war blutunfair, Freunde! Back in line.
das Rally, das ist ja schön. Oh fuck. Wir haben noch hinter mir. Ich brauche Hilfe! Warum steht denn mein komplettes Team eigentlich immer in der Mitte? Oh fuck. Nein! Ach! Warum steht mein komplettes Team eigentlich immer mitten in der Mitte vom Spielfeld rum? Gibt nur noch Seitenpunkte. So, kann mich jetzt bitte irgendjemand wieder aufkleben? Wie geht denn das? Naja, wahrscheinlich nicht. Ah, das sind die, das sind die Futter. Wir haben ja jetzt alle drei Punkte gekriegt, BTF. Was ist einer? Der Zotti? Ich bin hier voll die coole Sache. Vier im Leben! Anscheinend die nicht. Ach, jetzt sind wir wieder am Arsch. Toll. Und ein Heilbanner. Das ist voll gut. Wenn hier mehrere Leute auf dich einschlagen, hast du wirklich keine Chance. Wuhu! Sieg! Knappe Geschichte aber. Und wahrscheinlich durch eine Menge Lag. Also das ist, ich glaube, das ist aktuell noch ein globaler Server. Gut. Scavenger the Battlefield. Ich hab ein Schwert-Dingsbums gekriegt. Juhu! Level 5. Was? Feeds Body Count? Paint Letters. Ich will jetzt meinen Charakter also schon ein bisschen anpassen. Dominion Triumph. Aha. Also jede Menge Quatsch jetzt gekriegt. Ist ja schön. Okay. Ja, man kriegt normalerweise pro Spiel kriegt man nur 10 Gold. Das ist echt wenig, ne? Das ist, nicht viel, sag ich mal. Das ist aber auch was Spannendes, ist es? Ist es? Wisst ihr, ich kann das nicht einschätzen, das Spiel. Wie ist das zum Zugucken? Ist es tatsächlich irgendwie interessant, zu sehen hier, wie ich mich hier rumschlage mit dem Dings hier? Also ich meine, dieses. Ich gebe zu, ich verbringe. Was kann das denn? Das hat mehr Attack Damage, das ist dafür das andere Ding mehr Block Damage. Mehr Attack Damage finde ich ja nicht besser. So, dann kann ich das Ding jetzt hier im 5 Stats machen? Ach so! Serious Blade. Jetzt kann ich jetzt, was? Was ist denn das? Ist ein Sirius Blade? Das ist das andere Ding hier? Achso, das ist ein Rogan Blade. Das ist, ich benutze also gerade das Sirius Blade. So, und das würde ich gerne improven. So. Achso, und dafür dismantle ich das Rogan Blade, damit das Sirius Blade besser wird. Das kostet mich 3. Achso, dann levelt die Rüstung an sich. Also. Dann habe ich das und dann dismantle ich das Sirius Hilt, also das Ding da. Ich benutze ja aktuell das Ro. Genau, ich. Oder. Ach so! Ach so, ich kann beliebiges Gear dismantle. Also ich kann jetzt zum Beispiel das kann ich dismantle, dann wird halt mein Schwert besser. So, dann nehme ich das auf. Okay, habe ich irgendwas hier anderen Gegenstände, die ich gerade raushauen kann? Ich habe den Garten, habe ich irgendwas anderes doppelt? Leider nicht. Doch, ich habe meinen Helm. Kann ich die Klinge noch besser machen, wenn ich den Helm verballer, den ich hier noch habe? Den hier? Das levelt trotzdem nicht auf. Ah, fast. So. Das heißt dann irgendwie noch. Also, anscheinend, wenn man das viel spielt, dieses Spiel, würde man dann wahrscheinlich irgendwie coole Gegenstände kriegen. So. Okay, ich bin Level 5 geworden. So, das kann ich doch irgendwie noch. Kann ich doch jetzt hier noch. Customize. Ich kann jetzt noch andere Fähigkeiten auswählen, oder? Ich habe doch hier irgendwo. Ach, genau. Und hier habe ich jetzt. Was meine ich das? Fiat Lux, was kann ich stattdessen? Das ist die Flash Grenade. Explosive Ding, Damage over an Area. Achso, Pugno Mortis, das ist die coole Dingsbums. Achso, Body Count, Passive Killing Soldier grants you Hasten Stamina. Das ist, glaube ich, deutlich besser. Killing Soldiers grants you Stamina and Health. Das klingt irgendwie fair, oder? Das nehmen wir mal. So. Play. Brawl ist 2 vs 2. Machen wir am besten gleich mal gegen Player oder gegen AI. Medium Activity. Probieren wir mal Player gegen Player. Mal gucken, ob er rumkommt. Dann lasse ich es eigentlich auch. Ich wollte hier vor Ort nicht lange spielen. Das ist ja aber noch eine Alpha. Ich habe auch keine Ahnung, was mit diesem Spiel nicht geplant ist. Ob das jetzt der ganze gesamte Spielumfang ist. Ob das nur ein ganz kleiner Teil ist. Ob das so die Mittel ist. Oder ob da noch ein bisschen was anderes kommt. Oder was da das Endgame ist und generell überhaupt.
Es spielt sich auf jeden Fall relativ dynamisch und schnell. Also ich könnte mir gut vorstellen, auf der Couch zu sitzen und auf dem Fernseher zu spielen. Das geht wahrscheinlich ganz gut. Einfach einmal Bier trinken, der Feinde. Ja, ja. Ein paar Sachen habe ich aber einfach noch nicht verstanden. Das ist mit dem Wegstoßen und dranrennen, das kriege ich jetzt wieder ein bisschen besser hin. So. Ich spiele natürlich, also ich spiele jetzt übrigens nur mit diesem Ritter, das ist mir der Höchstlevel. Den, also ich habe zwischendurch, was habe ich nicht, genau, ich habe immer so einen Wikinger versucht zwischendurch zu spielen, das geht gar nicht. Komm ich nicht mit klar. Ich brauche mal einen Ritter. So, wir haben Suguru Misato, der übrigens tatsächlich einen Wikinger spielt, mit dem Namen. Kann man machen. Und Purple, gegen Purple Bundle Butters und Under Batman 37. Der hat tatsächlich der einzige Ritter an diesen Dings. Das ist natürlich auch cool. So. Ich glaube, jetzt ist es wirklich nur ein Duell. Das ist natürlich die Frage, inwiefern man sich da großartig gegenseitig unterstützt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wenn es noch nicht so lange laden würde. Diese Ladezeit, ne? Ach, da ist die Waschmaschinenmarke. Wie lange will das hier noch laden? Das dauert ja echt schon ewig lange. Hallo? Ich glaube, es ist abgestürzt. Und wir scheinen da nicht mehr zu kommen. Oder es wartet, dass alle geladen haben. Irgendjemand von den Leuten, die hier mitspielen, hat voll den Holz-PC. Ja, ne? So schon ist das Spiel ganz gut, okay. Das Problem, wenn dieses Spiel zum Zuschauen ganz gut ist, dass wenn es nicht lädt. Das ist ein bisschen Replay jetzt. Nix. Okay, machen wir es einfach mal aus, das Elend hier. Geht's aus? Es geht aus, gut. Versuchen wir nochmal. So ein 2 vs 2 Dings will ich noch machen, dann will ich es eigentlich lassen. Hier. Jetzt kaufen? Nein. Ich möchte nicht Steep kaufen, was auch immer das ist. Ich möchte eigentlich gar nichts kaufen, wenn es ist. Solange ich die Wahl habe, möchte ich eigentlich in den Ubisoft Store überhaupt nichts kaufen. Wenn es irgendwie möglich ist, finde ich irgendwie Quatsch. Ubisoft Store ist. Braucht man nicht. Ist mehr als nur unnötig eigentlich, ne? Ist quasi dämig. Es lädt immer wieder. Ihr seht noch nichts, hervorragend. Stimmt gleich wieder. Jetzt kann ich immer noch Folge Dark Souls veröffentlichen. Die ist ja nur 43 Minuten lang, krass. Ist die lange Folge, die ich den Tag aufgenommen habe. Sprache Deutsch, öffentlich, zack. Dann haben wir noch eine Folge H&G, die ich gestern auch genommen habe. Garmin Access, zack. Ich spiele Amazon überhaupt. Heroes Internet, genau da. Warum sieht man jetzt eigentlich nichts? Ich glaube, dass das doch funktioniert mit dem Fullscreen-Dingsbums. Wo ist der Verein draus? Ah, jetzt funktioniert es. Ah ja. Gut. Es funktioniert aber nur die Hälfte der Zeit, das Fullscreen Capturing. Manchmal halt eben nicht. So. Play. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob dieses Spiel auch nur ansatzweise mit Maus und Tastatur spielbar ist. Das ist mir aber auch relativ egal. Hab ja zum Glück einen Controller, wa? Searching for Players. Mal sehen, ob wir diesmal was finden. Oder ob was schief gegangen ist. Wenn nicht, lassen wir es halt sein. Ist halt eine Alpha, ne? Vor allem eine Closed Alpha. Da kann man schon mal mit rechnen, dass abzuwarten irgendwas nicht funktioniert. Ist wahrscheinlich anzunehmen. Ne? Extending Search Parameters. Wahrscheinlich Server mal wieder down, nehme ich an. Sehr, sehr ärgerlich sowas. Upsala. Ah ne, wir haben was gefunden, oder? Jawohl, ein Match. Ich spiele natürlich meinen Warden wieder. Ready. So, wie ich und Kerki gegen Le Tendre und Safidi. Die sich alle noch für keine Klasse entschieden haben? Scheitert es daran? Die Leute nicht für Klassen entscheiden? Wir werden sehen.
Zumindest lädt es jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder da, wo ich eben gerade stand, ne? Ah ja, wir sind in Game. Wunderschön. Round one. Was gibt hier? Achso, das ist Best of 5 oder was? Achso, das ist wirklich nur einfach nur ein Duell. Okay. Ich finde es gut, wie er zugelassen hat, dass ich meinen Kollegen wiederbelebt habe. Das war auf jeden Fall sehr klug von ihm. K-L-U-K. Klug. Round 2. Oh, der hat schnell den Kampfstil als der andere. Flucht! Boah! Oh. Stopp nicht, kann ich wiederbelebt werden? Ich kann nicht wiederbelebt werden. Shit! Die haben mich auf jeden Fall ordentlich aus dem Leben gehauen, der Bursche. Das halte ich nicht für die hohe englische Art. Es gibt Zeiten, die da ablaufen. Aha. Achso, ja. Ja, mal gut. So, zwei Runden. Das ist, glaube ich, Best of 3, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt kriege ich wieder die hier. Savini, so. Boah, was war das denn? Der letendere Typ, der war richtig gut eigentlich, aber das, der Teammate von dem hat es halt einfach komplett gegen den Baum gefahren. Weil der andere, der hat's ja gar, der hat gar nichts auf die Schlüssel gekriegt, der ist ja einfach nur weggestorben. Zwei miteinander weg. Dieses, da war kein Block, kein gar nichts, da habe ich kurz zwei Schläge links, rechts. Ja, wenn man nicht blocken kann, ist natürlich, wenn man nicht blocken kann, ist natürlich scheiße. Two vs. One Fox, get some skill. LOL. LOL, ready. Well, your team may die. Ah, fuck. Ich wollte noch was schreiben. Der Zehner hat euch fast beide geschafft, ja. Tatsächlich. Freddy, sag. Was soll ich machen? Daneben stehen und warten? Ist das nicht eigentlich genau, wo das Spiel muss? Ist es. Ich kann ja im nächsten Duell immer ein bisschen ehrenhaft dann abwarten, dass Letendere dran ist. Einfach nur irgendwie eine Bombe reinwerfen oder so. Das geht natürlich auch. Ich bin ja ein faires Känguru. Meistens zumindest. Öfter. So. Round 1. Ach so, wundert sich mal. Den habe ich jetzt. Das ist. Safili, okay. Oh, fuck. So, ich muss ausweichen immer. Wird die Klasse besser können? Ich hab keine Ausdauer, ich muss gut warten. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ah, fuck. Hmm.
Lol. Ich habe anscheinend zu lange gebraucht. Mein Kollege war schon fertig. Warum hat der nicht mal einen vollen Ausdauerbalken? Tja. Aber übrigens ein sehr unfairer Kampf, die Samurai hatten so gut wie keine Chance. Naja, die Samurai hatten auch keinen richtigen Plattenpanzer. Die hatten irgendwie so eine Holzpanzer, oder? Das kriegt wieder den Tendere ab, ne? Halleluja. Der Typ ist echt schnell. Ich bin vor allem langsam. Aber. Ach, scheiße, der Typ ist so gut. Ich bin anders, ich bin so schlecht. Der Typ ist echt eine Wucht. Der letendere Typ. Oh. Zwei wird das so. Lebt der mich jetzt wieder? Ist das sein Ernst? Dieser Typ! Round 3. Ich sollte aufhören, in die Attacken meiner Gegner reinzurennen. Was, mein Typ ist gestorben, das ist schlecht. Ah ne, der Gegner ist gestorben. Hallo, Aiki. Round 4. Muss ich wieder gegen Tendere spielen? Ach. Ah ne, ist wieder Seifi? Ich heiße wieder Seifi. Warte mal, kann man. Warte mal, kann parryen, oder? Das kommt mir zumindest gerade so vor, als hätte ich gerade geparried. Ich würde gerne mal einen Schlag noch landen bei den Typen. Was macht der denn da? WTF? Der macht 20 mal das gleiche? Lol. Was? Ein Ritterschild wurde in so einem Reifschild doch wahrscheinlich einfach zerbrechen, oder? Das war gerade richtig. Der hat mich einfach nur bumm weggestoßen. Das ist nichts am. Ach, das ist gerade. Kann das sein, dass Safi gerade entdeckt hat, dass man Leute wegstoßen kann? Komm, du schaffst das. Wie auch immer der Typ eigentlich heißt. Man kann irgendwie parryen, glaube ich. Ja, das ist Leber. Schneller laufen konnte er, da eine Papyrusrüstung hatte. Ja, wow. So. Best of 3. No loot found. What? 1000 XP. Was? Lol. Paint Patterns Diagonal. Yay. Composition. So. Gut. Reicht mir aber auch eigentlich jetzt. Die wollen alle noch mal. Ja, machen wir eine Runde. Machen wir eine Runde mal. Was? War hart, schlechter Stahl. Wirklich schlecht. Weiß nicht, hatten die Samurai irgendwie brauchbaren Stahl? Also ich spiele übrigens nur meinen Ritter, Freunde. Ich spiele nichts anderes. Ich kann nur meinen Ritter. Ich komme mit den anderen. Das hört ihr halt klar, haben dieses Problem noch. Dass der Stahl schlecht ist? Davon weiß ich nichts. Als hätte er spielt auch wieder seinen Ritter. Prinzipiell spielen wir alle genau das gleiche. Fällt mir gerade so auf. Ja, wahrscheinlich, wenn man sich erstmal auf eine Klasse eingeschossen hat, dann bleibt man bei der. Das war auf jeden Fall jetzt die letzte Runde. Mach ich jetzt mal auf. Round 1. Echt so einen komischen Hut, der Typ. Also, aus der Entfernung sieht es aus, hätte er irgendwie so ein Fedora auf oder so.
Kann er bitte mal was anderes machen? Was ist denn das? Er stößt mich einfach nur zur Seite? Hallo? Das macht mich komplett fertig. Was ist denn das? Er stößt mich einfach. Er macht jedes Mal den gleichen Scheiß-Move. Hallo? Hallo? Ey, ich versteh's nicht! Bup, 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 bup. Ich hau dir aber mit dem Arm um, du kannst nichts machen! Was ist denn das? Ich versteh's echt nicht. Das. Oh. Wartet ihr jetzt den Kampf ernhaft ab? Nein, noch nicht. Oder eine andere Figur, oder? Cool, er macht. Wie spielt man denn? Die muss halt irgendwie ausweichen. Ich dachte, dass Saphir am Anfang der schlechteste war? Wann ist die Katane hier aber unfassbar harter Stahl? Round 2. Jetzt kriegt der Tendra. Mal gucken, wie es fällt. Ach, der Tendra spielt auch jetzt die Stärke-Klasse oder was? Ihr seid so kein Scheller. Oh, warte. Das geht so nicht. Oh Mann, hallo. Ich würde gerne was. Die haben die meinen Typen schon. Was? Mein Typ ist schon tot? Ach, der hat ihn runtergestoßen mit seinen. Ich wette, dieser Tendre-Typ. Quatsch, der Savi-Typ macht jetzt nichts anderes mehr als Leute wegstoßen. Guck dir das an! Der Typ macht nichts anderes! LOL, ist das schlecht. Da kann man nichts gegen machen? LOL, was? Der spammt nur eine Taste. Warum kann man dagegen nichts machen? Round 3. Das erscheint mir irgendwie mega unfair zu sein. Er macht jetzt einfach nur bup 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 oder was? Mit seinen Armen. Hä? Kann man ihn auch wie ins Leere laufen lassen? Was ist der Ausdauer? Hallo, das ist einfach nur mega unfair! Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Hä? Das ist total imber! Der Typ macht nichts! Hä? Ich raff das echt nicht. Das ist tausendmal gefallen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hat irgendjemand Ahnung von den Spielen? Kann mir erklären, warum der Typ mich da einfach wegstoßen kann, warum der hier nichts machen kann? Wenn er schlägt ja nicht mal zu. Wir wissen, dass dieser Typ, was das Zuschlagen eigentlich keine Ahnung hat. Er kann den normalen Kampf gar nicht. Aber Leute mit X wegstoßen kann er halt. Was ist eigentlich für Timer, die da immer runterlaufen? Da kann man einfach gegenstoßen, wenn man das. Und der Ausdauerbalken scheint ja auch irgendwie mehr so sein, dass man irgendwie nicht komplett 20 Mal spammt. Man kann also einfach gegendrücken. Ach so, einfach gegen fixen. So sieht das aus, was er hier macht. Immer wenn er. Okay, jetzt sag ich doch mal, dass er ein bisschen schwer tun kann. Obwohl eigentlich nicht. Das ist eine gute Aktion. Es gibt übrigens auch Movesets. Also eigentlich muss ich meinen Gegner nur lange noch aufhalten, weil mein Teammate scheint übel gut zu sein. Und der Kerki, der kann das alles. Ich muss eigentlich nur lange noch durchhalten. Habe ich jetzt schon wieder Zafi? So. Wir haben ja gerade gelernt, dass Zafi nichts anderes kann als Leute wegstoßen. Oh, fuck. Hä, was? Warum kann ich denn da eigentlich nichts machen? Hallo? Mann, was ist denn das? Ich verstehe das echt nicht. Ah, Kerki? Haut Tendra mal kaputt? Ich verstehe das, das ist. Da fehlt mir jetzt irgendwie einfach Wissen. Aber ich müsste mir mal ein Tutorial angucken, wie es richtig geht. Weil der eigentlich macht so einen Kraftschlag, das ist dann seiner Klasse, die er halt kann. Weil ich glaube, ich spiele nämlich noch eine Beweglichkeitsklasse. Und.
Und dafür müsste ich eigentlich viel schneller bewegen, aber stattdessen versuche ich irgendwie mit den Typen zu rollen. Und das geht irgendwie nicht. Ich glaube, er macht das hier richtig. Der tanzt halt mehr rum. Man kann sich ducken. Wie der halt jedes Mal alles gewinnt, der Typ. Das ist so krass, dieser Gergi-Typ. Das geht gar nicht. Lol. Der hat 5 Takedowns, der Typ. Ich bin einfach nur 4-mal gestorben. Ich hab noch nicht einen Typen umgehauen. Jetzt krieg ich Tendrimarbe. Das ist ja cool. Ja, guck mal her. An diesem Bot. Ach, deswegen schafft das mal, weil Tendrim gar nicht mehr mitmacht. Lol. Ach so, das ist ein Bot. Ach, soll ich denn. Krieg ich keine Ausdauer mehr? Jetzt, ach, ich hab keine Ausdauer mehr. Ach, deswegen kriege ich so mehr. Deswegen gewinnen wir so lange, weil das der zweite Gegner nur ein Bot ist. Was? Ich bin trotzdem noch gestorben? Oh, ist das richtig. Deswegen gewinnt Kerki immer so locker. Der kann das wahrscheinlich ein bisschen besser. Der kommt dann gegen die Bots auch gut an. Na gut, das erklärt so einiges. Guck mal, drei Sterne hier. Gut, lassen wir das auf jeden Fall. Gut, soviel zum Thema vor. Oh, was haben wir jetzt? Ein Brustpanzer? Cool. Oh, Level 6 ist Max Level? Nee, Level 6 nicht. Okay. Morgenstern ist eine fette Waffe. Ich hab die Morgenstern-Klasse auch. Also ich hab die gekauft für teuer Geld. So, jetzt aber jetzt hier. Reicht doch. Ich bin auch ganz alleine. Quit to Main Menu. Könnt ihr jetzt Bots gegen Bots gegen Bots spielen oder was? Heroes? Morgenstern ist was Fieses, ne? Ey, das ist die Klasse. Das ist die Conqueror-Klasse. Der hat, glaube ich, gerade den Orochi. Wie war es denn Orochi? Oder was ist der? Der hat irgendwie so einen komischen anderen Helm gehabt. Ja, auf jeden Fall, der komische Typ mit dem Morgenstern ist halt die Klasse hier, das Conqueror. Strong Defense, Hard Hitter. Das ist halt Adaptable, Straightforward, das ist halt der Warden. Ja, auf jeden Fall habe ich eine neue Brustplatte gefunden. Ja, direkt mal benutzen, wenn man hier schön ist. Revenge State Defense, jawohl. Blade Hilt. Also das Schwert sieht immer noch nicht massiv anders aus, meine Prüfstats. Ich hab da gerade irgendwas neu gefunden. Oder? Ah, ich habe noch einen Helm gefunden. Der Lauren-Helm sieht genau das gleiche wie der Arcturus-Helm. Sieht nur anders aus. So, Proof Stats. Jetzt kann ich wahrscheinlich einfach. So, jetzt habe ich hier. Hä? Okay. Jetzt habe ich mir Gear geupgraden jetzt. Das ist ein Level 12, 2 Stern. Yo. Gut. Schön. Ja, sieht auf jeden Fall total furchteinflößend jetzt aus. Ich hab, glaube ich, noch benötigt so ein neues Muster frei. Jetzt könnte ich hier das Warden-Outfit. Warum mal dieses Warden-Outfit so toll sein soll? Jetzt habe ich noch vorhin Hals vertically. Also richtig coole Muster gibt es hier eh nicht. Vom Dingsbums hier. Ich glaube, ich bleib ja beim Warndreieck-Look. Zack. Naja. Ein anderes Farbpattern wäre halt noch interessant, aber. Das ist ja eh mal anders, je nach Team. Hier, Kupfer hier. Das Kupferding sieht noch ganz cool aus. Ein bisschen Individualisierung gibt's hier. Na gut, hier. Ziemlich viele. Hm, ja, lustig. Na gut, wie muss sein? Lassen wir das hier einfach mal sein mit For Honor. So, sein Motion ist schon effektiv. Durch die Wurzel aufzubrechen, brechen die Knochen unter der Rüstung. Nett, oder? Na gut. Lassen wir das. Quit to Desktop. Zack, confirm. Hey, es hat sogar funktioniert. Wow. So, dann mache ich.